So, heute Nachmittag, ich habe etwas die Führung so vorbereitet. Ich möchte mein Herz auch mit euch ein bisschen teilen. Der Vision einer anderen Person dienen, lautet den Workshop. Da werde ich auch ein paar Geschichten dazu erzählen. Ich denke, Ziel dieser Workshop oder das, was ich hier vorbereitet habe, ist, uns alle zu ermutigen und vielleicht auch ermahnen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass wir weiterhin Jesus dienen. Und ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass wir hören dürfen und dir dienen dürfen. Was für eine Freude und was für eine Ehre. In Jesu Namen. Amen. Also meine Familie ist der allererste Missionarfamilie, ausgesendet von der Untergrundgemeinde, um hier in Deutschland, in Europa zu missionieren. Es gibt auch andere Chinesen, die gekommen sind. Gut, vielleicht wollen sie hier Kinderrestaurant bauen und studieren und so weiter. Aber meine Familie ist ja, von der Untergrundgemeinde her gesehen, die allererste Missionarfamilie ausgesendet, um hier Zinsen des Evangeliums zurückzubezahlen. Das verstehen auch nicht alle. Kurz erläutern dazu. Missionaren kamen in meine Heimat, wurden umgebracht. Viele von ihnen haben 10, 20, vielleicht ihr ganzes Leben lang dort gedient. Bibel übersetzt, Lieder übersetzt, Kinderunterricht vorbereitet, Krankenhäuser aufgebaut, Kinderheime aufgebaut, die Menschen Mathematik beigebracht und so weiter, also Wohltätigkeit nachgegangen. Und viel diese Missionare, sie kamen, sie wurden umgebracht. Sie kamen, sie haben gelebt, sie haben lebenslang gedient. Viele von ihnen haben während ihren Lebzeiten noch keine einzige Frucht, also Ergebnisse von ihrem Dienst gesehen. Aber das Bewunderungswerte ist, sie haben nicht aufgegeben. Halleluja. Und so moderne Menschen, manchmal nach ein, zwei Wochen, wenn es nicht funktioniert, dann wird gleich aufgegeben. Nein, das ist nicht der Ruf des Herrn. Und wir sind ja am falschen Platz. Ich habe nicht die Salbung oder Fähigkeit dazu. Das ist so schade. Und wir können so viel von, aber das sind nicht alle. Also ich lese sehr, sehr gerne von Missionarengeschichte. Also Back to Jerusalem, als Missionsorganisation, wir versuchen pro Monat eine neue Missionarenbiografie auf Chinesisch zu übersetzen und herauszubringen. Also zum Beispiel Missionaren, die vor 50 Jahren oder vor 100 oder vor 200 Jahren gelebt haben. Also wir sind ständig dabei, solche Missionarengeschichte zu finden und nach die Quelle zu suchen. Und unsere Mitarbeiter stellen die Materialien zusammen. Und wir schreiben keine Roman, sondern kurz, knackig, 100 Seiten, 120, 150 Seiten, die wichtige Geschichte zusammenzubringen und auf Chinesisch zu übersetzen. Und unsere Missionaren in China, unsere Missionare in Nahosten, also zwischen Jerusalem und Westafrika, die unterwegs sind, zu ermutigen. Seit Corona, die chinesische Gemeinde in China steht unter großer Gefahr. Statistisch gesehen, pro drei Personen, ein, zwei, drei, es gibt eine Kamera, wird überwacht von über Pastoren und Leiter und die Mitarbeiter, die bekannt sind in Leib Jesu. Sie bekommen noch eine extra Kamera vor dem Haus oder vor der Wohnung installiert. Und gestern nach unserem Morgen Leiter und Pastorentreffen in einer anderen Gemeinde, C3-Gemeinde, die ehemalige C3-Gemeinde. Also direkt danach, wir saßen im Auto, haben wir noch mit einem Pastor in China gesprochen. Er sagt zu mir, seit 5 Jahren
Ich habe nicht einmal mit dem Bus gefahren, nicht einmal mit dem Zug gefahren, nicht einmal mit dem Flugzeug gefahren. Und ich war immer entweder zu Fuß unterwegs oder mit dem Auto. Und sogar auch selten im Auto. Wir haben gefragt, warum? Und er sagte, ich muss meinen Ausweis abgeben. Ich habe auch keinen Pass. Ich bekomme keinen Pass, damit ich nicht ausreisen kann. Also in China ohne Ausweis kann kein Busticket kaufen. Auch sogar auch gar nicht ein Zugticket kaufen. Flugticket kann man auch vergessen. Und trotz dieser starken Überwachung, die Untergrundgemeinde in China hatte nicht aufgehört zu wachsen. Und Ende April, wir haben 25 Hauptleiter aus der Untergrundgemeinde angeladen, an Land in Südasien uns zu treffen. Und das war mit sehr, sehr viel Mühe verbunden, mit sehr viel Vorsicht verbunden. Aber wir hatten zum Schluss eine wunderbare Zeit. Und am letzten Tag des Intensivtrainings oder Gebets, wir haben gefragt, was können wir für euch tun als in Europa lebenden Christen und noch in Freiheit lebenden Christen? Was können wir für euch tun, außer Gebet, außer etwas Finanzen zu schicken? Und einheitlich, alle 25 Leiter haben gesagt, Isaac, bitte guck zu und gib dich Mühe, dass du pro Monat oder alle 3 Monate uns ein Buch übersetzt und eine Geschichte von einem Missionar, vom Pastor, am besten immer Missionar, die im Ausland viel durchgemacht haben, aber nicht aufgegeben haben, und übersetzen unser Missionar, unser Mitarbeiter in China zurzeit in dieser schlimmen Verfolgung. Sie brauchen Ermutigung. Und ich sage, sie brauchen sie auch Lehrer. Die sagen, sie brauchen auch Lehrer. Aber viele von ihnen, die können haben Bibel auswendig. Sie können beten Tag und Nacht wie die Weltmeister. Sie können fasten unter Tage und Woche lang. Aber das, was sie brauchen, einfach lebensnah Geschichte. Und viele eurer Vorfahren kommen nach China, haben dort gepredigt und gedient und wurde begraben, getötet, aber sie haben nicht aufgegeben und dem Herrn gedient. Und in meiner Heimat, damals wurden 50 Pastoren verhaftet, 25 Jahre später kam ein einziger Pastor nach Hause und alle anderen wurden umgebracht. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen. Vorletztes Jahr, mein Vater sagt zu mir, mein Sohn, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Und er sagt, gestern habe ich einen Anruf bekommen von einer Schwester in deinem Alter. Ich habe sie schon seit 15, 18 Jahren nicht mehr gehört. Aber sie hat bei mir angerufen, hat sich vorgestellt und sie sagt zu mir, sie sagt auch zu meinem Vater, Vater, ich musste von meinem leiblichen Vater dir etwas überreichen. Sie sagte, mein Vater wurde vor ein paar Jahren plötzlich verhaftet. Er war verschwunden und Jahre später, wir haben ein Stück Papier, einen Brief von der Regierung bekommen. Und da steht, euer Vater wurde hingerichtet, weil er 1, 2, 3 schlimme Sachen getan hat. Deswegen wurde hingerichtet. Und diese Schwester hatte zu meinem Vater gesagt, wir haben keinen Leichnam gesehen. Wir wussten nicht, wo er hingerichtet wurde. Wir wussten auch nicht, wo er begraben wurde, ob er überhaupt, also wir wussten nichts. Und sie hatte bei meinem Vater angerufen und sagte, Vater, ich muss von meinem leiblichen Vater dir sagen, mein Vater hat zu mir gesagt, er hatte diese 3 Sachen, was die Regierung ihm gesagt hatte, dass er getan hat, er hatte nicht getan. Er war rein vor Gott, der Vater. Als ich das hörte, ich habe tagelang geweint. Ich sage, Herr, das ist der Preis. Das ist der Preis, um Jesus nachzufolgen in China. Ihr Lieben, das sind nicht Geschichte vor 20, 30 Jahren, das sind noch vorletztes Jahr. Und solche Geschichten
höre ich jede Woche, weil wir haben jede Woche Kontakt zu den Geschwistern in der Untergrundgemeinde. Zurück zu das, was ich gesagt habe, Zinsen des Evangeliums zurückzahlen. Ich bin ein Missionar in Deutschland. Ich bin hier, um Zinsen des Evangeliums an dieses Volk, an diese Nation, an diesen Kontinent versuchen, etwas zurückzubezahlen, was wir, was ich, was meine Familien empfangen haben. Und der Herr hat dieses Land nicht vergessen. Der Herr liebt Deutschland. Zu unserem Thema Vision an andere dienen. Einfach möchte mein Leben anfangen. Bevor ich geboren wurde, saß mein Vater noch im Gefängnis. Schon in Abwesenheit von meinem Vater habe ich mit 6 Jahren angefangen, Bibelstunde zu leiten. Einfach etwas zu erzählen in der Gemeinde. Ich weiß noch, mein Vater saß im Gefängnis, meine Großmutter sagt zu mir, so, hier ist die Bibel von deinem Vater, nimm den Bibel, das war ziemlich dick und groß, nimm den Bibel von deinem Vater und geh nach vorne und stell dich einfach hin und mach irgendetwas. Und meistens habe ich auch so gemacht wie Vater, ich habe meine Augen so richtig zugedrückt und habe gebetet. Und habe wirklich auch viel, viel falsche Geschichte einfach aus Erinnerungen heraus erzählt. So habe ich angefangen. Mit 8 habe ich zu meiner Oma gesagt, Oma, ich möchte getauft werden. Sie sagte, warum? Ich sagte, Oma, ich möchte gerne den Brot und auch den Traubensaft trinken und essen. Und meine Oma sagt, aber du musst Jesus nachfolgen, weil Abendmahl gilt für die, die Jesus nachfolgen. Da habe ich gesagt, ich folge Jesus nach. Ich weiß noch, ich stand im kalten Wasser, in einem Fluss. Das war Winter, das war in der Nacht. Und mit ungefähr 30 Geschwistern haben wir Taufgottesdienst gefeiert, in Geheim. 3 Ältesten standen neben mir. Einer hat gefragt, mein Sohn, willst du dich wirklich taufen lassen, Jesus nachfolgen? Ich sage, ja. Und er sagt zu mir, nicht weil dein Papa ein Pastor ist, deswegen musst du das tun. Ich sage, nein, ich will Jesus nachfolgen. Ich war 8 Jahre alt. Und jetzt, ich bin 39. Und 31 Jahre später, ich sage immer noch ja zu Jesus. Ich möchte immer noch mein Jesus, mein König, dienen und nachfolgen. Mit 9 Jahren habe ich angefangen, die Bibel auswendig zu lernen. Weil mein Vater sagt zu mir, mein Sohn, du musst so machen wie ich. Gottes Worte in dein Herzenstafel aufzuschreiben. Sie werden kommen, sie werden alles wegnehmen. Aber das, was du in deinem Herzen aufgeschrieben hast und was du auswendig gelernt hast, in deinem Herzen, in deinem Geist, sie können niemals wegnehmen. Und so habe ich mit den 9 angefangen, die Bibel auswendig zu lernen. Jeden Tag ein Kapitel. Und mit 10 wurde ich getauft im Heiligen Geist. Und mit 11, ich weiß noch ganz klar, mein Vater kommt zu mir und sagt, mein Sohn, jetzt hast du genug Bibelstelle auswendig gelernt und jetzt kannst du auch in Sprachen reden und jetzt gehst du hin in anderen Dörfer, in umliegenden Dörfer von unseren Dörfern, um das Evangelium zu predigen. Ich weiß jetzt noch, die Männer, die sind jetzt also Pastoren geworden, die haben mich auf den Rücken da getragen, wie ich heute meine 2-jährige, meine 3-jährige Tochter trage. Sie haben mich als 11-jährige auf die Schulter getragen, abwechselnd. Und wir waren manchmal 5, 6, 7, 8 Stunden zu Fuß. Es gab kein Auto, es gab auch kein Fahrrad. Und wir waren wirklich stundenlang unterwegs. Und das war eine der schönsten Zeiten unterwegs. Wir haben gesungen. Wir haben gebetet, wir haben gegenseitig Geschichte erzählt und wir sind dort angekommen. Ich wurde als ein großartiger Mann Gottes willkommen geheißen. Und ich komme in ein Dorf rein, das waren Menschen, die sagen, oh, dein Vater ist ein großartiger Mann Gottes, komm du Isaac. Und er erzählte uns etwas vom Wort Gottes. Ich war 11 Jahre alt. Gut,
Ich habe Vater immer nachgemacht. Habe ich immer meine Hand zusammengehalten zu meiner Faust. Habe ich immer so geschwungen wie Vater. Habe ich meine Augen zugedrückt. Habe ich Sprüche rausgehauen, was der Vater auch gemacht hat. Habe gebetet, habe gepredigt und habe auch abends mal Verfolgung erlebt. Einmal mit ihm predigt unter den Tür vom Hof, wurde mit Gewalt von den Polizisten aufgemacht. Und die kamen rein, die haben angefangen, die Fenster kaputt zu schlagen, Stühle umzuwerfen und haben auch wirkliche Menschen mit dem Stock geschlagen. Sagen, warum seid ihr, warum glaubt ihr den westlichen Gott? Und der eine hat laut gerufen, wer hat gerade gepredigt? Wer ist der Kopf? Das heißt, ja, wer leitet diese Versammlung? Sie haben selber gesehen, ein kleiner Junge stand da vorne, aber sie haben ihre eigenen Augen nicht getraut. Und einmal habe ich gebetet, weil ich habe Angst gekriegt und ich habe auch viel, viel Geschichte von meinem Vater gehört, weil er hatte immer Zeugnis in der Öffentlichkeit, also in der Gemeindeversammlung erzählt, was er im Gefängnis erlebt hat. Ich weiß noch, ich habe vielleicht die Hälfte verstanden, was er erzählt hat, aber nicht nur er, sondern auch alle anderen Prediger. Und wie die Fingernägel weggenommen wurden, wie die mit einer langen Nadel in den Finger rangeschoben wurden, wie die aufgehängt wurden in der Luft für mehrere Stunden, Tage, in Erdlöcher gesperrt. Und das habe ich auch verstanden. Als kleiner Junge, ich saß da hinten mit meiner Mama, ich habe zu Wasser und Tränen geheult. Und als ich da stand und einer hatte laut gerufen, wer hat gepredigt? Ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich möchte nicht ins Gefängnis gehen. Und ich durfte auch erleben, wie der Herr mein Gebet erhört. Da kommt der Polizist und hat mich auf den Hintern getreten und sagte, junger Mann, was machst du hier? Geh nach Hause zu deiner Mama. Dann war ich ganz schnell weg. Und mit 18, also einen Monat bevor ich 18 wurde, wir sind nach Deutschland gekommen, auf der Anladung der deutschen Regierung, um hierher zu kommen, mit der Hilfe auch von Geschwistern von AVC, Aktion für verfolgte Christen, und ich sitze ihn bei Frankfurt. Und wir sind mit 15 aus China rausgekommen, in Burma gelebt und danach in Thailand gelebt. Und ich weiß noch, 17,5, da kommen die Geschwister aus Deutschland. Also Deutschland übersetzt auf Chinesisch heißt Land der Tugend. Und Geschwister kommen und wir sind durch den Bergen, durch den Fluss. Das war ganz, ganz viel Schwierigkeit. Und zu Fuß, ohne Schuhe, durch die Berge gelaufen und mit einem kleinen Schiff durch den Mekong-Fluss gefahren, sind wir endlich in Thailand gelandet. Und dann kommen die deutschen Geschwister auf uns zu. Sie haben in den inneren Tasche blaue Pässe rausgeholt. Das ist der Flüchtlingspass. Und bevor wir nach Deutschland kommen, hat die deutsche Botschaft unser Namen schon gefordert und ein Geburtsdatum, damit sie ein Pässe für uns ausstellen können. Und ich weiß noch, das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Ich bin direkt mit dem kleinen Schiff ans Land gelandet und ich bin gesprungen ins Land. Dann kommt der Hans Ollisch auf mich zu und hat mich umarmt und sagt, mein Kind, hab keine Angst, jetzt bist du Deutscher. Und später habe ich gemerkt, wie machtvoll dieses Stück Papier hat. Die thailändischen Polizisten haben mir immer schön genickt. Und ich bin mit 18 nach Deutschland gekommen und mein Vater saß noch im Gefängnis in Burma. Und weil er dort auch gepredigt hat, er wurde verurteilt für 7 Jahre, aber er saß dort für 7 Monate, 7 Tage. Er hat bei meiner Mutter angerufen und er sagt, Jakob liebt Rahel. Und er hat das Telefon aufgelegt. Das war Rahel, ne? Lea und Rahel. Lea hatte geschälte Augen und Rahel
Und hat, Jakob hat noch 7 Jahre gearbeitet für Laban, damit er die zweite Tochter auch heiraten kann. So, mein Vater hat den Telefon genommen, sage, so, Jakob liebt Rahel. Der Herr segne dich, hat den Telefon aufgelegt. Meine Mama hatte viel, viel geweint und hat gewusst, das ist 7 Jahre Haft. Aber Gott hatte meiner Mutter im Traum gesagt, er werde nicht 7 Jahre dort bleiben, sondern genau 7 Monate, 7 Tage. Und meine Mutter hatte viel, viele Geschwister auch in Deutschland erzählt. Viele haben gar nicht geglaubt. Die haben gesagt, das ist nur eine einsame Frau, die ihr Mann vermisst. Deswegen hat sie vielleicht solche Fantasien. Aber Rahabonka hat es geglaubt. Meine Mutter hat der Bruder Rahab erzählt. Und Rahab sagt, das ist ein Wort vom Herrn. Ich glaube das. Glaube ich, das war 19. September 2001. Und hat Rahab mit seinem Team und ein paar anderen haben im Flughafen, Flughafen Frankfurt gewartet. Da kam mein Vater tatsächlich. Und, aber davor, bevor mein Vater nach Deutschland kam, diese 7 Monate, und da hat der AVC zu mir gesagt, Isaac, wir haben einen Gottesdienst mit deinem Vater, für deinen Vater organisiert und jetzt musst du für ihn predigen. Ich war 18 Jahre alt. Ich lebte als Flüchtling in Burma, der dritte ärmste Land auf der Welt. Ich lebte in Krieg, ich lebte auf der Straße, ich habe Müll gesammelt, ich lebte in Angst. Und jetzt bin ich als ein kleiner Junge nach Deutschland gekommen, das war März. Wir sind gekommen, 5. März, und in Hessen. Und das hat einen ganzen Monat durchgehend geregnet. Ich habe keine Sonne gesehen. Und wir waren hier in einem kleinen Kaff. Es war kaum jemand auf der Straße. Ich habe cool. Und das erste Mal, als wir zum Essen eingeladen wurden von der Leitung, von ehemaliger Leitung von AVC, ich weiß noch, ich saß da. Es gab schwarzes Brot, Käse und Schinken und mit angelegter Gurke. Ich habe Gurke genommen. Das allererste Mal im Leben habe ich ein Messer und eine Gabel in der Hand. Ich habe versucht, diese Gurke zu schneiden und diese Gurke war hart, also die saure Gurke. Und die Gurke rollt aus meinem Teller raus und bei meinem Nachbar und er rollt auf den Boden. Ich saß da wie gefroren, ich wusste nicht, was ich zu tun habe. Und das war wirklich aller Schock, die es gab, habe ich alles erlebt. Sprachschock, Kulturschock, Wetterschock und Familienschock und so weiter. Und jetzt kommen die Geschwister auf mich zu und sagen, Isaac, jetzt musst du für deinen Vater predigen. Gut, dann habe ich gesagt, gut, dann predige ich. Und in den vergangenen 21 Jahren, ich habe allein in Deutschland 400 bis 500 Gruppen, Hauskreis, Treffen, Gemeinde, Orten von katholisch bis zum charismatisch und so weiter, Schulen, Altenheim, 400 bis 500 solchen Orten habe ich besucht, habe ich gepredigt. Ich kenne viel, viel kleine Ostnamen, kleine Kafs, kleine auch hier im Osten, im Westen und besonders kenne ich sehr gut Schwarzwald. Und habe ich für meinen Vater gepredigt, gedient. Ich weiß noch, damals in den ersten paar Monaten, ich habe immer 2 Stunden gepredigt. Immer 2 Stunden mit Übersetzung. Also 1 Stunde gepredigt, Übersetzung 2 Stunden. Und damals habe ich hinter jedem Satz ein Halleluja gesagt. Hinter jedem Satz. Und so haben wir irgendwie in China gelernt. Und irgendwann dieser Brigitte Scham, die jetzt aus China zurückgekommen ist, wohnt im Westerwald und ist in Rente. Und sie hat damals zu mir gesagt, Isaac, in Deutschland, man muss nicht hinter jedem Satz ein Halleluja sagen. Dann kannst du gerne also alle 20 Minuten Halleluja sagen. So, ihr Lieben, also das sind wirklich ganz, ganz kleine Geschichten, wie ich angefangen habe, die Vision einer anderen. Ich habe meinem Vater gedient, lebenslang. Und mein Vater ist 97
1998 nach Deutschland gekommen und erst 2019 hatte er die Staatsbürgerschaft gekriegt. Und das bedeutet 21 Jahre lang, mein Vater hatte mit dieser blauen Pass, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, also normaler euer Pässe, also Pass ist dieser rot, roter Pass. Und die Flüchtlingspässe sind in blau. Und jeder Beamte im Flughafen, und die können das sehen, die können lesen, Refugee Passport. Und die behandeln dich auch entsprechend. Ich habe nicht 21 Jahre lang, aber bestimmt 18 Jahre lang, ich war zuständig für meinen Vater, sein Visum zu bekommen. Und von 2002, da habe ich angefangen, also 2001 bin ich nach Deutschland gekommen, 2002 ich habe angefangen, meinen Vater zu übersetzen. Ich konnte wirklich 20 Wörter auf Deutsch. Aber mein Vater hat zu mir gesagt, mein Sohn, du übersetzt für mich. Ich sage, Vater, das geht nicht. Mein Vater sagt, doch, es geht. Und ich weiß noch, das allererste Veranstaltung war in Koblenz. Das war 300 Menschen in einer Baptist oder einer Methodisten, weiß nicht mehr, so eine Gemeinde. Und der Vorabend, mein Vater hat mit mir die ganze Geschichte von Jonas durchgegangen. Ich sage, mein Sohn, diese Worte lernst du auswendig und morgen gehen wir einfach fest für fest. Du übersetzt mich. Ich habe die halbe Nacht da gesessen, habe ich die Worte auswendig gelernt. Und den nächsten Morgen, wir waren auf dem Weg zur Gemeinde. Und mein Vater sagt zu mir, ich predige heute über Lazarus. Ich sage, es gibt keine größere Katastrophe als das. Gut, gepredigt, übersetzt und gedingt, getan. Und ich glaube, kaum jemand hat in der Gemeinde was verstanden. Und viele haben gesagt, Bruder Jün, vielleicht ist nun wir ein Übersetzerwechsel. Mein Vater hat gesagt, lass meinen Sohn das machen, er wird es lernen. Pastor West hat zu mir gesagt, und du übersetzt deinen Vater so, ob du schon Erfahrungen hast. Ich sage, ja, ein bisschen. Und bin 18 bin ich nach Deutschland gekommen, mit 19 habe ich angefangen, für meinen Vater zu übersetzen. Und ich bin jetzt 39, in den letzten 20 Jahren, ich habe meinem Vater gedient. Nicht, weil er mein Vater ist, sondern er ist ein Mann Gottes. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, mein Sohn, ich diene Jesus. Und du dienst mir. Mein Vater hat immer wieder zu mir gesagt, er sagte, Gottes Wort ist ewiglich und unvergänglich. Gott lügt nicht. Sein Wort sagt, wer mir dient, der Vater im Himmel wird ihn ehren. Wenn wir Jesus Christus dienen, der Vater im Himmel wird er diejenigen ehren. Es gibt keine größere Ehre, es gibt keine größere Freude als das. In den vergangenen 20 Jahren, mein Vater hatte mit seinem Flüchtlingspass 100 Länder dieser Welt bereist. Ich kenne die meisten Botschafter, Konsulat und auch in Berlin. Ich war ziemlich oft unterwegs mit der S-Bahn und so weiter. Und wie oft wurde ich so schlecht behandelt? Und die sagen, ja, das ist so ein Flüchtlingspass. Du willst nach in unser Land kommen. Und die haben so viele Forderungen gestellt. Und so oft musste ich die sagen, nein, das reicht nicht aus. Ich konnte damals noch wenig Deutsch. Niemand hat mir beigebracht, wie man das alles macht. Und ich hatte immer in der Webseite noch geschaut, was sie brauchen und versuche, das zu vorbereiten. Und manchmal, das reicht nicht wirklich.
und wurde nicht richtig geschrieben, das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und mein Vater sagte immer zu mir, mein Sohn, gib nicht auf. Und wirklich in Berlin manchmal, ich habe 20-Euro-Schein in den Pässe angesteckt. Und die haben immer mich geguckt, da habe ich gesagt, für Kaffee trinken. Und ich weiß nicht, ob das man in Deutschland macht oder nicht. Aber in Amerika, das heißt doch Trinkgeld. Und manchmal hat es funktioniert, manchmal haben sie zurückgegeben. Und in diesen 20 Jahren, ich war in so viele Konsulaten und Papiersachen, um meinen Vater zu machen. Und jedes Mal wurde ich aufgeben. Und dann kommt eine Stimme in meinem Herzen, das ist nicht nur dein Vater, sondern das ist mein Gottes. Und ich habe die Reise von meinem Vater organisiert. Ich habe ihn begleitet, ich habe seine Tasche getragen und ich habe Tickets für ihn gekauft und die Buchhaltung habe ich gemacht und viele Geschwister, wirklich ohne Witz, viele Geschwister, die rufen mich an, die schicken die Spendenbescheinigung zurück, die sagen, Isaac, da fehlt etwas. Und deswegen habe ich manchmal gesagt, ich sage, gut, ich unterschreibe, die Summe könnt ihr selber zusammenrechnen, die Summe könnt ihr zusammen draufschreiben, weil das Vertrauen ist da. Und ich habe für meinen Vater gekocht, weil er, also mein Vater kann gut predigen, aber alles andere kann er nicht so gut. Und meine Mutter hat mich sehr gut erzogen, besonders im Kochen. Ich kann sehr gut kochen, also ich kann gut kochen. Und zwar auch für viele, viele Menschen. Ich habe für meinen Vater seine Kleider gewaschen und immer geguckt, dass alles pünktlich ist und dass da ist und so weiter. Der Isaac mit seinen 39 Jahren, mit der gewissen Gunst Gottes, mit einer gewissen Autorität des Herrn, auch mit einer gewissen, viele sagen zu mir, eine übergemeindliche Salbung und mit so einem Hirtenherz, mit der Erkenntnis und auch ein kleiner Platz im Reich Gottes, das hatte alles damit zu tun, weil ich in den vergangenen 20 Jahren, ob ich gejammelt habe, ob ich manchmal wählig oder unwählig gedient habe, aber ich habe trotzdem meinem Vater gedient. Nicht nur er, sondern seine Freunde. Ich habe zum Beispiel, wie ich weiß, einige von euch vielleicht kennen, Pastor Waldemar Sarakzuk, der Gründer von AVC, ich habe ihn gedient. Ich habe Volker Baumann, der ehemalige Geschäftsführer von AVC, ich habe ihn gedient. Ich habe unter Pavel Stotz, ich habe auch mein ehemaliger Pastor und Bernhard Röckler, der ehemalige Vorsitzende von der Volksmission. Er war Pastor in Geislingen, der Stadt zwischen Ulm und Geislingen. Und nach der Bibelschule, ich war 24 Jahre alt. Und er sagt zu mir, Isaac, bleib bei mir und mach einfach das, was ich dir sage. Ich sage, jawohl. Und in China sagen wir, Respekt ist gut, aber Gehorsam ist besser. Und ich weiß noch, als 25-jähriger junger Mann und mein ehemaliger Pastor Bernhard sagt zu mir, Isaac, und über dem Berg, das ist ein kleines Dorf und die haben 10, vielleicht 10 Geschwister, durchschnittlich 70 Jahre alt. Und übernehme mal die Gemeinde. Da habe ich gesagt, jawohl, ab heute versuche ich dort eine kleine Wohnung zu bekommen. So bin ich dort hingekommen. Ich habe die Gemeinde gedient. Ein Jahr später kommen 30 Geschwister in die Gemeinde. Später habe ich Rudolf Hüfling gedient. Und alles, was er zu mir gesagt hat, ich sage, ja, mache ich, kein Problem. Und in Stuttgart, wirklich, ob es Stau war, fast jeden Abend, ich habe in den ganzen großen Kreis Stuttgart Hauskreis gegründet und Jugendarbeit gemacht. Und
Und ja, so habe ich wirklich gedient. Und auf den Schwäbischen Alb habe ich immer Seniorengottesdienst gefeiert. Jeden Mittwoch unter 14 Uhr gab es Seniorenkreis. 10, 17 Senioren, durchschnittlich knapp 80 Jahre alt. Und immer der gleiche Witz erzählt, immer die gleiche Geschichte von Krieg. Und manchmal waren die Geschwister etwas vergessen. Ich kann sie sogar ein bisschen nachhelfen. Ich sage, das war so, ja, stimmt, dann geht's weiter. Die Hälfte habe ich verstanden auf Schwäbisch, aber ich habe wunderbar Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und mein Pastor sagt zu mir, ich sage, das sind arme Leute in der Stadt, mach mal etwas. Dann haben wir angefangen, armen Frühstück zu organisieren, jeden Dienstag. Wir haben Geschwister abgeholt, wir haben Tische aufgebaut und angefangen mit 3, 5 Leuten, wirklich, diese Menschen, die haben nicht den Luxus, jeden Tag zu duschen und die haben keine schönen Kleider und die sagen, Sonntag kommen wir nicht in die Gemeinde, aber Dienstag ist unser Gottesdienst. Und wir haben mit 5 Leuten angefangen, ohne Werbung, ohne Ansage, ohne etwas. Und 3 Monate später kommt 120 und jetzt 150 Menschen. Und ich habe in der Bibelschule vor 2 Tagen erzählt, und diesen Menschen, manchmal, also nicht manchmal, sondern jeden Dienstag, viele von ihnen müssen abgeholt werden. Sobald man sie in die Wohnung kommt, dann musst du fast 5 Masken tragen, weil so ein säuerlicher Gestank, und das klebt eine Kleider, das geht einfach nicht weg. Und wenn ich mit meinem eigenen Auto sie abgeholt habe, wieder nach Hause gebracht habe, und das heißt, hinterher brauchst du 1, 2 Tage mit dem offenen Fenster zu fahren, damit dieser Geruch überhaupt weggeht. Und manche sind, die kommen einfach nicht weg von ihrer Wohnung. Und der Dienstag ist die einzige Zeit, wo sie ein bisschen wegkommen und Gemeinschaft haben. Ich weiß noch, Geschwister, die sagen immer zu mir, Isaac, pack auf den Po. Und wenn die Treppe hochgehen, die sagen, 1, 2, 3, schieb. Und dann schafft man eine Treppe. Sagen, so, bist du bereit? 1, 2, 3, pack auf den Po, auf die nächste Stufe. Und aber das war die Zeiten, wo ich meinem Pastor zu mir gesagt habe, Isaac, mach das. Ich sage, jawohl, ich frage nicht nach, ich diene. Und auch in viele, viele Städte und Dörfer. Und ich habe gedient. Was habe ich daraus empfangen? Ich habe eine Berufung empfangen, dem Herrn zu dienen. Ich habe ein pastorales Salbung empfangen, dem Herrn zu dienen. Ich habe einen apostolischen und auch Autorität empfangen, nicht nur in einer lokalen Gemeinde zu dienen, sondern in vielen anderen Orten. Ich durfte jetzt auch ein Mann Gottes sein, wie mein Vater, aber auch viele meiner geistlichen Väter, die dem Herrn heute immer noch dienen. Ein Pastor in Florida, sein Name ist Jeff Liu. Und er sieht so ähnlich aus wie mein Vater. An jenen jungen Jahren, er hatte immer seinen Pass meinem Vater ausgeliehen. Und er konnte Englisch, weil mein Vater hat noch nie einen Pass oder Ausweise besetzt, weil er durfte nichts haben. Und er war Englischlehrer. Wenn Geschwister aus Europa oder aus Amerika kamen, er hat mein Vater immer geholfen, und beim Gespräch zu übersetzen. Und ihm Übersetzung. Und er hat eine Salbung empfangen. Und nämlich, er hatte seinen Job gekündigt und er hat angefangen zu missionieren. Er saß im Gefängnis und er muss nicht, aber weil er übersetzt hat, weil der Herzschlag Gottes gehört hat. Er hat wirklich alles hinter sich gelassen und ist Pastor geworden. Und heute leitet er eine Gemeinde in Florida. Als mein Vater jung war, er hatte kein Auto gehabt, aber er hatte immer 2 Fahrradfahrer. Also in China, vielleicht einige Elterngeschwister, ihr wisst noch von alten Zeiten in China, es war überall Fahrrad. Und mein Vater hat auch 2 Fahrradfahrer. Die wechselt sich immer ab.
damit mein Vater von einem Ort in einen anderen Ort kommt. Und während mein Vater in dem Fahrrad sitzt und fährt und versucht ein bisschen zu schlafen. Und diese zwei Fahrradfahrer, die sind heute leitende Pastoren der chinesischen Untergrundgemeinde geworden. Ein Koch für meinen Vater, er hatte früher immer, er war bekannt für Feuertopf, also Schweizer Fondue, also das ist so eine kochende Brühe, so entweder aus Hähnchen oder aus Beef und dann die Fleisch und Gemüse wieder hauchdünn geschnitten und dann hast du so Soße. Und er hatte das sehr gut gekonnt und er hat auch für meinen Vater immer wieder gekocht, aber nicht nur für Vater, sondern für alle anderen. Weil er ein bisschen Mathematik versteht und er betreut heute die gesamte Finanzen der Missionsgelder von der Untergrundgemeinde. Ein treuer Verwalter im Reich Gottes. Nur weil er gekocht hat. Eine Übersetzerin, es gibt wirklich tausende solcher Geschichten. Ich versuche nur ein paar Geschichten herauszupicken, um uns zu ermutigen. Eine Übersetzerin, sie ist aus Australien, eine Chinesin. Und mein Vater war dort und hatte keine Übersetzer. Und sie hatte gesagt, Bruder Yun, ich kann beide Sprachen und ich habe schon für Joyce Meyer übersetzt auf Chinesisch. Ich glaube, ich kann übersetzen. Mein Vater sagte, normalerweise lasse ich nur Männer für mich übersetzen, aber gut, Ausnahme. Und sie hatte übersetzt und genau in dieser Versammlung, da saß ein Geschäftsmann und sie hatte diese Frau gesehen, also diese Schwester, die übersetzt hat, gesehen und hinterher kommt dieser Geschäftsmann auf sie zu und sagt, was arbeitest du? Und sie sagte, ich habe ein Reisebüro. Und dieser Mann sagt, bist du bereit, auch für mich zu arbeiten? Ich mache so elektronischer Motorrad. Und sie sagt, ja, lass uns noch mal reden. Und sie ist jetzt Geschäftsführer für ganz Europa. Und Anfang dieses Jahres, ich war in der Türkei, in Istanbul, habe unsere Missionaren wieder zusammengerufen. Also wir treffen sich, wir rufen ihn, also mein Vater und ich, wir betreuen ca. 1500 Missionaren. Also Back to Jerusalem, wir haben, das ist eine Missionsbewegung. Wir haben Missionaren aus China, Untergrundmissionaren, die jetzt unterwegs sind zwischen Ländern, zwischen China und der Westafrika, die unterwegs sind. Oder zwischen der chinesischen Mauer und die Klagemauer in Jerusalem, zwischen die zwei Mauern unterwegs sind. In Länder der Muslime, in Länder der Hindu, in Länder der Buddha, in Länder der Kommunisten. Die sind in all diesen Ländern unterwegs als Geheimmissionar und als versteckter Missionar. Deswegen, wir können auch keine Report machen oder keine Internetbilder oder Sachen berichten. Aber wir machen immer immer alle 3-4 Monaten, wir suchen ein Land aus, zum Beispiel wie Istanbul, wie Jordanien, mit Pastor Christoph und Kajin. Wir waren Ende Mai in Malaysia, wir haben 300 Pastoren und Missionare eingeladen. Und Bruder Hauke war auch da und wir haben hinterher gesagt, diese 300 Leute, wir haben bestimmt jeder 2-3 Mal auf den Kopf gelegt und für sie gebetet. Und wir haben nicht auf die Bühne gedient, aber wir haben ihnen gebetet, die Geschwister gedient. Das war eine herrliche Zeit. Und genau als ich in der Türkei war, kommt ein Missionar, sein Name heißt Philipp Chu. Und er ist schon 72 Jahre alt oder 74 Jahre alt. Und nach der Abendveranstaltung, er kommt auf mich zu und sagt, Isaac, kannst du bitte in unser Zimmer kommen? Und ich sage, ja. Dann weiß ich, es gibt etwas Wichtiges zu erzählen. Er sagt zu mir, Isaac, ich war ein Geschäftsmann in China. Ich habe Gebäude gebaut. Ich habe deinen Vater immer finanziell unterstützt für die Missionsdienste. Ich bin ein Mann mit weniger Worte. Ich kann nicht reden.
Ich kann nicht predigen oder lehren. Ich bin nicht dafür geboren. Und ich habe mich immer hinter der Säule versteckt und ich habe aber immer viel gegeben. Dein Vater, als ich 60 Jahre alt war, dein Vater hat für mich gebetet, hat eine Vision für mich gehabt. Und er hat eine Esel gesehen mit zwei Körben. Eine Esel mit zwei Körben, rechts und links. Und als dieser Mann 50 Jahre alt war und Mitte 60, und dieser Mann hat genug Geld, er sagt so, jetzt setze ich mich zur Ruhe und genieße ich meine Rente. Und mein Vater hatte bei ihm angerufen, sagte, Bruder, du, was machst du aus deinem Leben? Und er sagte, ich habe vier Töchter, alle dienen dem Herrn, alle sind mit Pastoren verheiratet und ich habe einen Haufen Enkelkinder, ich kann das Leben genießen. Und mein Vater sagt, hättest du Freude, eine Reise, Missionsreise nach Pakistan zu machen? Und er sagt, ja, ich war noch nie im Ausland, ich kann überhaupt kein Englisch, aber eine Reise machen kann ich gerne. Er war in Pakistan, mein Vater hatte ein paar Pastoren vorbereitet, ein paar Versammlungen vorbereitet und er war dort, er kommt zurück, er hatte ihnen Missionsversammlung das erzählt, was er dort empfangen hat. Und er hat einen Aufruf gemacht, wer ist bereit, nach Pakistan zu gehen, dort als Missionaren zu dienen. 20 Menschen kommen nach vorne. Und das Pastorenteam sagen, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben 20 junge Menschen, die sind bereit, nach Pakistan zu gehen. Wir haben keinen Leiter dafür. Wir brauchen jemanden, der etwas erfahren ist, um diese Gruppe zu leiten. Und die Pastoren sagen so, jetzt, wir gehen und in unser Zimmer, wir schlafen, wir beten und nächsten Morgen, wir kommen wieder zusammen und tragen zusammen, was der Herr zu uns gesagt hat. Einstimmig, alle haben gesagt, der Herr hat der Pastor Chu gezeigt. Und Pastor Chu hatte bei meinem Vater angerufen und sagte, ich kann das nicht. Ich kann kein Englisch, ich kann 1, 2, 3 sagen, mehr geht's nicht. Und mein Vater sagt, Bruder Chu, du bist 60 Jahre alt. Bis jetzt, du hast Geschäft gemacht, aber ab jetzt, du wirst Menschenfischer werden. Du wirst ein kleiner Esel werden, um die Körper zu tragen, seine Herrlichkeit. Und er hatte nichts verstanden. Und er sagt, Bruder Yun, wenn du das sagst, mache ich. Das war am Telefon. Mit seiner Frau, mit 60, sind sie nach Lahore in Pakistan gekommen. Und jetzt, 14 Jahre später, die sind immer noch dort. Und die haben ein riesengroßes Missionszentrum aufgebaut. Die haben eine Landerei gekauft und die haben lokale christliche Bauern angestellt. Und dass sie bessere Einkommen haben. Und das Gesamtgewinn haben sie investiert an, haben sie Grundschule gebaut, haben sie also Gymnasium gebaut, haben sie Computer- und Ausbildungsschulen gebaut, damit die christlichen Jugendlichen und Kinder in Pakistan eine bessere Bildung haben. Und um eine Gesellschaft besser gerecht zu werden. Und Anfang dieses Jahres und er hat mich in sein Zimmer gerufen und er sagt, 14 Jahre vorher, dein Vater hat uns gerufen und 14 Jahre später, wir sind immer noch da. Ich möchte dir sagen, Isaac, betet für uns, vielleicht kannst du uns unterstützen. Wir möchten in Armenien das nächste Missionszentrum bauen. Von dort aus, wir möchten in Irak dienen, wir möchten in Türkei dienen, wir möchten in Iran dienen. Ich kann inzwischen vielleicht 20 Wörter Englisch, aber das Herz brennt für Jesus. Und er sagt zu mir, meine Frau, ihr Herz geht nicht so gut und manchmal das Herz steckt so schnell. Wir waren schon bei Arzt und so weiter, aber wir sind gesund, wir sind in Kraft. Aber eins musst du dir merken, falls, wenn so ein Tag kommen sollte,
wir in ein Land, ob das Türkei ist, ob Iran ist, ob Pakistan oder Armenien, wir dort sterben, zum Herrn gehen sollten. Bitte bringe unsere Leiche nicht zurück nach China. Wir möchten dort begraben werden, wo wir gestorben, wo wir sterben. Und ich bitte, und wann, falls einer von uns früh geht, guck zu, dass uns zusammenbringt. Und wir möchten dort begraben werden, zumindest. Wir wissen, wir werden beim Herrn sein, aber einfach menschlich gesehen, zumindest wir möchten in jenem Missionsland begraben werden, um die Nachkommenschaft, ihren Fußschritte der Missionsarbeit hören, dass sie uns nachahnen, dass die Missionare aus China nicht aufgeben, und um in diesen Ländern das Evangelium zu predigen. Ich saß da, ich habe geweint und geweint. Ich sagte zum Befehl, ich werde mit all euer Kinder reden, dass der Leichname nicht nach China gebracht werden, sondern dass ihr hier im Missionsland begraben werden. Wie viele Missionare aus Deutschland, aus Europa das Gleiche getan haben. Ein anderes Ehepaar während des Frühstücks, und die waren sehr vorsichtig, und von Weitem konnte ich sehen, ihren Finger war sehr, also voll, schon mit viel, hatte viel Dreck. Und das kann man nicht mehr auswaschen, weil die sind so, weil die einfach mit Erde, mit der Maschine arbeiten, und die waren sehr schüchtern. Und im Hotel, um Frühstück essen zu nehmen, ich bin sofort hingegangen. Ich kannte sie nicht, aber ich wusste, einfach von sehen, das sind unsere Missionare. Ich bin hingegangen, ich sage, komm, ich helfe euch, habe ich erzählt, was für Essen da war. Und sie sagen, komm, sitz mit uns zusammen zu frühstücken. Sie sagen zu mir, vor 20 Jahren, dein Vater sagt zu uns, und folge mir nach, um Jesus nachzufolgen und dien dem Herrn in dem Nahosten. Damals für uns, wir wussten gar nicht, wo Nahosten liegt. Und jetzt, die sind schon 65 Jahre alt, die sagen, vor 8 Jahren, wir sind nach Jordanien gekommen. Und nachdem wir angekommen sind, wir haben in der Nacht gebetet, Herr, was sollen wir machen? Der Herr hat uns ein Stück Land gezeigt. Das ist die östliche Seite von dem Jordanfluss. Wir haben mit viel Mühe und viel Hilfe dieses Stück Land gesehen. Und wir haben auch den Eigentümer gefunden. Wir haben dieses Land gemietet im Jahr 2000 Dollar. Eine riesengroße Wüste. Und die anderen haben uns schon ausgelacht, was wollt ihr überhaupt machen mit so einem Stück Land? Und sie haben wieder gebetet. Sie sagen zu mir, dein Vater hat immer gesagt, es ist ein vorbereiteter Wecker. Und wir sollen immer Schritt für Schritt dem Herrn fragen, was er vorhat. Und er sagt, wir haben geschlafen, der Herr hat uns einen Baum gezeigt in dieses Stück Land. Und am nächsten Tag, wir sind hingegangen, wir haben diesen kleinen Baum gesehen und wir haben angefangen zu graben und dort haben wir Wasser gefunden. Und da haben wir Container gekauft. Wir haben 2, 3 Container und neben diesem Baum aufgestellt und dort haben wir 6 Jahre lang gelebt. In der Wüste, 40, 45, 50 Grad, in den Metallen, und Container. Wir haben dort gelebt und gewohnt. Wir haben angefangen, und mit dem Wasser und Gemüse zu pflanzen und Früchte. Und jetzt, wir haben eine riesengroße eine Landschaft aufgebaut. Und mit dem Gewinn von Gemüse, von Getreide, von Schafe, von Hühner, wir konnten in umliegenden Dörfer die Araber und die lokalen Menschen, aber auch Flüchtlinge aus Madagaskar, aus Syrien besuchen. Wir können nicht reden, aber wir haben Jesus-Film besorgt. Wir haben
Wir haben Menschen eingeladen und sagen, komm, schaut Jesus Film an. Hier ist Reis für euch, hier ist Gemüse für euch, hier ist Hühnerfleisch für euch, hier ist Eier für euch. In diesen Wege Menschen kommen zum Glauben, nicht wegen unserer Predigt, sondern allein wegen der arabischen Jesus-Film. Viele, viele Mitarbeiter und Missionaren, die ich kenne, haben meinem Vater gedient, haben mich gedient und inzwischen, die haben ihre eigenen Berufe empfangen. Ihr Lieben, wir können noch viel, viel Geschichte erzählen, aber das nur, das zusammengefasst ist, wann wir treuer sind in Vision einer anderen Person, der Herr wird unsere Berufung, unsere eigenen Träume, unsere eigene und Bestimmung auch geben. Manchmal, wir sehen uns so sehr nach eigener Verheißung, nach eigener Träume und eigener Berufung und eigener auch Dienste. Und der Herr, oft wie der Herr macht es, dass wir in den Herde anderer Menschen treuer sind. Dann wird der Herr uns, unsere eigene Herde, Schafe, Dienste und Herzenswünsche und auch anvertrauen. Aaron hat Moses gedient und er wurde der Hohepriester, auch seine Nachkommen. Salomo hatte seinem Vaters Vision gedient. Das ermutigt mich sehr. Und David sagt zu seinem Sohn Salomo, sei stark und mutig, handel, fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen, denn der Herr Gott, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Jakob hatte Laban gedient. Vielleicht einige von uns, du sagst, ich diene jemand gerade, vielleicht auf meine eigene Arbeit. Vielleicht Menschen oder Leiter, die gerade nicht so einfach sind. Hier lesen wir 1. Mose 31, ab dem 6. Vers. Jakob sagt, ihr wisst selbst, ja, dass ich mit meiner Kraft euer Vater gedient habe. Euer Vater hatte mich betrogen, hatte meinen Lohn 10-mal verändert. Er hatte Laban, sein Onkel, 20 Jahre gedient. Alle 2 Jahre wurde sein Lohn verändert. Aber Gott hat ihn nicht gestartet, mir Böse zu tun. Aber Gott, 20 Jahre lang bin ich nun bei dir gewesen und während der ganzen Zeit habe deine Schafe und Ziegen keine Fehlgeburt gehabt. Nicht einen einzigen Bock von deiner Herde habe ich für mich geschlachtet. Er war treuer im Dienst einer anderen Mann. Auch hingegeben. Weil ein Schaf von einem Raubtier gerissen wurde, durfte ich es nicht zu dir bringen. Um meine Unschuld zu beweisen, ich musste es selbst ersetzen. Hatte fies in sich geschluckt und ertragen. Ganz gleich, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt worden war. Tagsüber litt ich unter Hitze und nachts unter Kälte und oft fand ich keinen Schlaf. 20 Jahre lang habe ich das nun auf mich genommen. 14 Jahre habe ich für deine Töchter gearbeitet und 6 Jahre um die Herde. Und du hast mein Lohn 10-mal verändert. Wenn der Gott meines Großvaters Abraham, der Gott, von dem mein Vater Isaac zittert, mir nicht geholfen hätte, dann hättest du mir alles genommen und mich mit den leeren Händen ziehen lassen. Aber Gott hat mich gesehen. Wie schlecht du mich gehandelt hast, deshalb hat er sich in der Nacht, in der vergangenen Nacht, auf meine Seite gestellt.
Der Herr sieht deine Herzensanliegen. Der Herr sieht unsere Kämpfe. Auch gerade in den Dienst auf der Arbeit, wo wir auch das durchmachen. Vielleicht etwas leichter, vielleicht etwas mehr. Aber hier lesen wir immer wieder, das steht, aber der Herr, er sieht und er vergisst nicht. Wer im Geringsten treuer ist, ist auch ihm viel treuer. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch ihm viel ungerecht. Wenn ihr mit dem Fremden nicht treuer gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Isaac, egal wo du bist, dien dem anderen, ob das deine eigene Gemeinde ist. Dien dem anderen, ob das deine eigene Geschwister, deine eigene Dienste, deine eigene alles ist. Wenn du nicht im Dienst einer anderen Person treu bist, das Deine wird auch niemals dich treffen. Da steht das Deine, das Meine. Es gibt das, was der Herr für uns vorbereitet hat. Das wartet auf uns. Aber wenn wir nicht treu sind im Dienen der anderen, aber ich kann doch nicht zuschauen, dass die anderen groß werden und ich immer unter in der Ecke bleibe und niemand sieht mich und niemand hört mich. Und du betest, schließt die Tür hinter dir und sucht der Vater in Verborgener. Unser Vater Verborgener, er ist ein Belohner. Amen. Er ist ein Belohner. Josua hat am Mose gedient. Wie viele Jahre? 40 Jahre. Josua hatte keine Vision gehabt, das Volk in das gelobte Land zu führen. Aber er fokussierte an seine Berufung, nämlich an der Begleiter von Mose, Unterstützer von Mose. Er war ein treuer Verwalter. Und schließlich das, was diese Vision, was Gott und Mose gegeben hat, wurde eigene Vision von Josua. Und das, was Josuas Vision und wurde von den Nachfolgern. Viele Menschen fragen mich und sagen, Isaac, wie wirkt die Salbo? Wie wirkt die Autorität? Ist eine falsche Frage. Gut, aber wir dienen dem Herrn nicht in allererster Linie, dass wir Salbung und Autorität haben möchten, sondern wir dienen dem Herrn, weil er sieht uns. Aber gut, die Salbung und die Autorität wächst, indem wir dienen, indem wir treue dienen. Und mein Vater sagte immer, lebt vor Gott, gestorben für die Menschen. Lebt vor Gott bedeutet, ich lebe vor meinem Herrn, ich diene ihm. Ob das mein eigener Dienst ist oder nicht, ob das meine eigene Gemeinde ist oder nicht. Ich weiß noch, zu meiner Bibelschulzeit, wir waren in der Gemeinde, es war Opferzeit und mein Freund sagt, nein, ich gebe kein Geld. Ich würde mein Geld in meine Heimatgemeinde geben. Ich sage auch kein Opfer, er sagt, nein, ich gebe kein Geld. Damals war ein Schock für mich, weil ich bin in China aufgewachsen. Ich hatte eine andere Theologie. Es gehört doch dem Herrn und wir machen dort keinen Unterschied. Dien dem Herrn, ob jemand uns sieht oder nicht, ob wir im Finsternis, ob wir im Licht, ob wir Belohnung bekommen oder nicht. Wir dienen dem Herrn, der verborgen ist. Wir dienen dem Herrn, der unsichtbar ist, der Geist ist. Wir dienen dem Herrn, der sieht und der hört, der aufschreibt und der nicht vergisst. Er ist der Belohner. Und wir sind gestorben für diese Welt. Das bedeutet, alles, was in dieser Welt für Anziehung habt, an Anfluss und an Begierde habt, hat keinen Einfluss auf ein Stück Leiche, der gestorben ist. Überspitzt gesagt. Ich bin gestorben. Und das alles, was in dieser Welt ist, zieht mich nicht mehr ein, zieht mich nicht mehr hin.
Ich lebe, weil Christus lebt in mir. Ich lebe für ihn. Halleluja. Viel wirklich auch Leid werden dadurch geprägt und auch trainiert, indem sie treuer einer anderen Person gefolgt und gedient haben. Und mein Vater ist Leiter oder leitete den Missionsbewegung Back to Jerusalem. Und weil er ja viele, viele Jahre in China unter der Vision einer anderen gedient hat, mit dem Namen Simon Chow, der saß 45 Jahre im Gefängnis. Seine Frau wurde im Gefängnis getötet und mit der Schwangerschaft, mit dem Kind im Bauch. Alle seine Mitarbeiter wurden getötet. Und die allererste Begegnung mein Vater mit diesem Mann, Simon Chow, war, mein Vater hatte in einer Gottesdienst ein Lied gesungen, was dieser Mann geschrieben hat. Aber er hat etwas verändert. Und dieser Simon Chow hatte im Gefängnis ein Lied geschrieben. 45 Jahre lang, er hatte eine Vision, er hatte seine Leidenschaft, sein Feuer, was er vom Herrn empfangen hatte, nicht aufgegeben, nicht vergessen. Obwohl alle seine Mitarbeiter, die Menschen, die um ihn waren, gestorben waren, er sagte: Herr, die Vision der chinesischen Gemeinde ist, das Feuer zu nehmen durch Länder der Buddha, Länder der Muslime, Länder der Hindu und in alle diese Länder hindurch, in diese Länder das Evangelium zu predigen, bis das Evangelium in Jerusalem gepredigt wird. Und das ist der Ende der Welt. Wo ist das Ende der Welt? Dort, wo es angefangen hat. Und mein Vater hat ein Lied gehört, er hat gesungen, und lass uns vorwärts gehen, lass uns vorwärts gehen bis nach Jerusalem. Und in einer Gottesdienst, während er dieses Lied gesungen hatte, plötzlich stand ein älterer Mann von hinten auf und kommt langsam nach vorne, hat er mit dem Zeigefinger auf ihn gezeigt. Er sagt: Junger Mann, warum hast du mein Lied geändert? Mein Vater war in Schock. Er hatte seinen Mitarbeiter gefragt: Wer ist dieser Mann Gottes? Oder wer ist dieser Mann? Und die anderen haben schnell gesagt: Das ist der Simon Chow, der Träger, der Empfänger der Vision Back to Jerusalem. Mein Vater ist, und er war schnell rennend zu diesem Mann auf den Knie, er war auf den Knie, sagte: Vater, was habe ich Falsches gemacht? Und Simon Chow hat gesagt: Mein Sohn, warum hast du mein Lied verändert? Warum hast du die Vision verändert? Das war meine Vision, aber du hast meine Vision verändert. Das, was ich vom Herrn empfangen habe. Man muss schon eine richtige Vision folgen, wenn du schon drüber redest. Und er sagt: Was habe ich falsch gesagt? Er sagt: Das heißt nicht nach vorne gehen, sondern Richtung West. Und er sagt: Manchmal denken wir immer vorwärts, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gnade zu Gnade. Come on, lass uns vorwärts gehen und fliegen und machen und tun und in der siebte Wolke. Ja, das ist alles wunderbar. Aber eine Vision hat auch eine Richtung. Die Herrlichkeit Gottes hat eine bestimmte Richtung. Für die chinesische Gemeinde, die Missionsrichtung ist einfach westwärts, wo Jerusalem liegt, durch alle diese Länder, die alten Völker dieser Welt hindurch bis nach Jerusalem. Und mein Vater hatte dieser Simon Chow noch viele Jahre gedient. Und eines sagt er: Komm, er sagt: Knie dich und vor dem Herrn. Er legt seine Hände auf von meinem Vater und sagt: Ich werde jetzt zum Herrn gehen. Nun trägst du meine Vision weiter, die ich vom Herrn empfangen habe. Lass diese Vision deine Vision werden. Und mein Vater hatte seit 1998, als er nach Deutschland kam, überall auch diese Vision unter die westliche Gemeinde erzählt. Keiner hat ihm geglaubt. Viele sagen zu ihm: Back to Jerusalem, ihr Chinesen, 200 Kirchengeschichten in China, ihr wollt über sie Missionsarbeit machen, ihr habt so viel Erkenntnis über die Bibel, eure Gemeinde wurde verfolgt, ihr habt nichts zu geben, keine Finanzen, nichts.
Und viele haben meinen Vater ausgelacht und sagen, go back to Beijing, statt zurück nach Jerusalem zu gehen. Mein Vater hat gesagt, ich habe überliefert bekommen von einem Mann Gottes, was er vom Herrn empfangen hat. Das ist richtig, gib nicht auf. Und jetzt, 20 Jahre später, wir dürfen offiziell über 1500 diese Missionare betreuen. Inoffizielle Zahl ist viel, viel, viel höher. Allein in Ägypten haben wir 70 diese Missionare. Auch eine Missionarfamilie ist nach Deutschland gekommen. Und ich diene meinem Vater in den letzten 20 Jahren. Ich muss sagen, am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was mit seiner Vision zu tun hat. Aber jetzt, ich sage oft zu meinem Vater, Vater, alles, was ich lerne, alles, was ich empfange, ist für diese Vision zurück nach Jerusalem. Für unsere Missionare, die jetzt unterwegs sind und versuchen, Brücken zu bauen. Und deutsche Geschwister, Europageschwister, amerikanische Geschwister, mit den chinesischen Geschwistern, mit den Geschwistern, die in den Ländern der Buddha, Muslim und Hindu und zusammen Gemeinde zu bauen und dass der Herr bald wiederkommt. Ich schaue auf die Uhr und ich lese eine Bibelstelle. Dann lass uns beten. Ich habe eigentlich von Gottes Wort her mehrere Seiten von Berufungen Jesus dienen vorbereitet, aber ich komme gar nicht dazu. Vielleicht ein anderes Jahr. Und in Malachi Kapitel 3, ab den 13, da lesen wir, euer Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Euer Worte sind anmaßend gegen mich. Mit einem anderen Wort heißt, der Herr sagt, ihr habt mich beleidigt. Ihr habt gegen mich gesprochen, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich, Herr? Und der Herr sagt, ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen, dass wir in Trauer anhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchen Gott und kommen davon. Und der Herr sagt, ihr habt mich beleidigt. Und das Volk sagt, der Herr, was haben wir gegen dich gemacht? Und der Herr sagt, weil ihr in eurem Herzen gedacht habt, weil ihr zueinander gesprochen habt, ist es eine Nichtigkeit, dem Herrn zu dienen. Es bringt nichts, dem Herrn zu dienen. Guck mal, mein Nachbar, der hat dann wieder ein neues Auto gekauft. Guck mal, mein gottloser Arbeitskollege, der ein gottloses Leben führt, er ist glücklicher als ich anscheinend. Er hat wieder ein nächstes Haus gebaut. Er macht wieder einen neuen Urlaub. Es sieht so aus, ob ihm besser geht. Er ist gegen den Herrn, aber er kommt sogar davon, ohne Strafe. Und Gott sagt, indem ihr das so gedacht und geredet habt, habt ihr gegen mich gehandelt, mich beleidigt. Und der Herr sagt, die, die dem Herrn fürchten, die redeten miteinander. Und der Herr merkt auf. Der Herr hörte zu. Der Herr hat ein Buch der Erinnerung, der von ihm geschrieben wurde, für alle, die ihn fürchten und seinen Namen achten. Ihr Lieben, noch einmal, als Trost für unser Herzen, Hoffnung.
Die, die den Herrn fürchten, die reden miteinander. Und der Herr merkte auf, der Herr hörte zu. Der Herr hat ein Buch der Erinnerung, wurde aufgeschrieben für die, die dem Herrn fürchten und seinen Namen achten. Ihr Lieben, es ist nicht vergeblich, dass wir dem Herrn dienen. Es ist nicht vergeblich, dass wir Vision einer anderen Mann und der Frau Gottes dienen. Es ist keine Nichtigkeit. Der Herr merkt auf. Der Herr sieht, der Herr hört, der Herr schreibt auf und der Herr kommt mit seiner Belohnung. Ist es das nicht ein Trost für uns? Halleluja. Halleluja. Entschuldigung, ihr Lieben, ich bin in China aufgewachsen, ich kann stundenlang reden. Und Ende April war ich in Asien und dann 4 Tage lang und ich wurde gezwungen oder ich habe die Ehre und die sagen zu mir, Isaac, von morgens 9 bis abends bist du dran. Ich sag, wie viel Predigt brauche ich? Nein, nimm deinen Biber, rede einfach, der Herr wird es schon geben. Und danke für eure Geduld und ich hoffe, dass der Herr wirklich zu unserem Herzen gesprochen hat. Lass uns zum Schluss noch ein Lied singen. Dieses alte Lied heißt: Das Schönste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Schönste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Schönste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dich kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dir dienen. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Komm, ihr Lieben, lass uns zusammen aufstehen und lass uns dieses Lied nochmal singen. Und wie der Herr zu uns sagt, diene dem Herrn, deinen Gott, und ihn fürchten und ihn dienen. Dem Herrn, deinen Gott, solltest du fürchten und solltest du dienen. Dem Herrn, unserem Gott, sollen wir fürchten und dienen. Ihr Lieben, lasst das Feuer in unserem Herzen neu entfacht werden. Lasst die Freude in unserem Herzen neu entfacht werden. Lasst uns zerschlagen sein, entmutigt sein, wieder beliebt werden. Sage, Herr, ich möchte weiter dir dienen. Auch die Vision einer anderen dir dienen. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist,
dich lieben, Herr, dich erkennen. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dir dienen. Das höchste Mal, dir dienen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr, dir dienen. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr, dir diene mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Komm, ihr Lieben, lass uns unserem Herrn ein neues Lied singen. Lass uns ihm eine Antwort geben. Sage, Herr, das Schönste meines Lebens, das Beste meines Lebens, dich kennengelernt zu haben, zu dir zu gehören. Was für eine Ehre, was für eine Freude, du König der Könige dienen zu dürfen. Lieber Herr, du sagst, wer mir dient, wird der Vater im Himmel ihn ehren. Was für eine Ehre, Herr. Komm, ihr Lieben, lass uns die Stimmen heben. Zum Schluss. Hey, ja, 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 das Schönste, das Schönste, das Schönste. Das Schönste, das Schönste, das Schönste, dir dienen, Herr. Korana barani shia la 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 ye. Korana ba 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 shi de 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 ye. Loturana karana barani se de 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 de. Schönste, 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 Korana barani shia la 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 ye de 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 de. Korana ba 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 shi de 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 ye. Korana ba 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 shi de 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 de. Kia la 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 ye. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer. Entzünde das Feuer, erneuert für dich und dir nachzufolgen, dich zu erkennen und dich zu lieben und vor allem, Herr, dein Herz zu dienen. In unser Tag, in unserer Nacht, Herr, wir wollen dir dienen. Das Schönste, Herr, das Schönste Werk, der größte Werk hast du in uns vollbracht, Herr, dass wir wollen dir dienen. Du bist der Anfänger und du bist der volle Ende unseres Lebens. Du hast nicht aufgegeben, deswegen, Herr, wir wollen auch nicht aufgeben.
Shia la 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 ye ke de 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 de. Freude im Dienst, Freude im Dienst, Kraft im Dienst, Feuer, Feuer, Feuer im Namen Jesus. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Der Dienen mehr und mehr. Der Dienen mehr und mehr. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Noch einmal. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Der Dienen mehr. Zum Schluss noch einmal. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Der Dienen mehr und mehr. Der Dienen mehr und mehr. Das Schönste meines Lebens ist der Dienen, Herr. Halleluja. Das größte Werk hast du in mir vorbracht. In dir, o Herr, erhör mein schönes Gebet. Sagen kann, in dir, o Herr, gehör mein schönes Gebet. Voll Erfolg steh ich hier und bete ich an, Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, dann gehört zu sie, Herr, die tiefste Nacht. Seitdem ich dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Nach dir allein verlangt mein Herz so sehr. In dir, o Herr, gehört mein Gebet, die mein Herz so sagen kann. In dir, o Herr, gehör mein schönes Gebet, voll Erfolg steh ich hier und bete ich an. Vater, wir danken dir, dass wir hören dürfen, dass wir empfangen dürfen. Danke, Herr, von Herzen, dass wir dir dienen dürfen. Herr, wir dienen in allererster Linie nicht Menschen, sondern wir dienen dir. Danke, Herr, dass du Freude neu entfacht hast, dass du Leidenschaft neu entfacht hast. Danke, Herr, dass wir auf den nächsten Level der Herrlichkeit, nächsten Level der Leichtigkeit, nächsten Level der Überfluss aus der Freude heraus dir zu dienen.
Denn wir wissen, du bist der Herr, der sieht und hört, der aufschreibt und der zu uns kommt. Wir geben dir alle Ehre. In dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Danke, ihr Lieben, für euer Geduld. Dankeschön.